Aufgabe B 2.5. Für die Länge der Strecken NPN gilt NPN gleich x Zentimeter mit x Element A plus. Für x gleich 4,5 erhält man die Pyramide GHFP2 und die Pyramide GHFP3. Zeichnen Sie die Strecken NP2 und NP3 in das Schrägbild zu 2.1 ein. Für x gleich Element offenes Intervall 4,24 bis 5 erhält man jeweils zwei Pyramiden. Begründen Sie, warum es für x gleich 4,24 und für x gleich 5 jeweils nur eine Pyramide gibt. Wir haben gegeben, die Strecken NP1 sind x Zentimeter, also von n nach Pn. Jetzt für den Fall x gleich 4,5 erhält man zwei Punkte Pn, also den P1, P2 und den P3. Wir zeichnen also diese Punkte ein von n nach P2 mit dem Abstand 4,5 cm. Man zeichnet also einen Kreis um n mit Radius 4,5 und die Schnittpunkte des Kreises mit der Strecke FS sind unsere Punkte P2 und P3. Da ich auf dem PC keinen Zirkel ansetzen kann, habe ich es jetzt mit Hilfe des Geodreiecks abgetragen. Aber mit dem Zirkel ist es natürlich um einiges einfacher. So, die Strecken NP2 und P3 müssen eingezeichnet werden. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Weiter heißt es jetzt, begründen Sie, warum es für x gleich 4,24 und für x gleich 5 jeweils nur eine Pyramide gibt. Also hier nochmal für der Fall 4,5. Da gibt es ja die Pyramide mit Spitze P2 und die Pyramide mit Spitze P3. Warum gibt es für 4,24 nur eine Pyramide, also nur eine Spitze? Nun, da können wir jetzt wieder einen Kreis um Punkt N mit Radius 4,24 ziehen. Und dann würden wir Folgendes feststellen. Dieser Kreis wird die Strecke SF nur berühren. Das heißt, es gäbe hier nur einen Berührpunkt. SF wäre also Tangente an einem Kreis um N. Da das jetzt allerdings nur in der Zeichnung so aussieht, müssen wir diesen Fall noch überprüfen. Das heißt, ist der Abstand von N zur Strecke SF tatsächlich nur 4,24 cm oder haben wir es hier mit einer Zeichenungenauigkeit zu tun? Schauen wir uns noch den zweiten Fall an. Für x gleich 5, also wieder ein Kreis um n mit Radius 5 cm, würde uns einmal hier einen Schnittpunkt geben. Und außerdem würden wir hier einen Schnittpunkt erhalten. So, warum haben wir jetzt hier nur eine Pyramide? Nun, der Schnittpunkt ist klar, der würde eine Pyramide geben. Aber dieser zweite Schnittpunkt liegt gleich wie der Punkt F. Der Punkt F ist ja aber quasi schon ein Punkt der Grundfläche. Das ist jetzt zugleich die Höhe noch dieser Pyramide. Dann wäre die Höhe automatisch 0. Und damit hätten wir keine Pyramide mehr. Deswegen gibt es für x gleich 5 nur eine Pyramide, nämlich mit der Spitze, die dem Schnittpunkt hier oben entspricht. So, das muss jetzt natürlich noch begründet werden. Beziehungsweise so aufgeschrieben werden. Also, als Begründung ich fange jetzt mit dem zweiten Teil ein.
für x gleich 5. Kreis um n mit Radius r gleich 5 cm folgt die Strecke np, nenne ich jetzt einfach mal 5, wäre also 5 cm. Und es wäre gleich wie die Strecke NF. Daraus folgt, der zweite Schnittpunkt wäre der Punkt F selber. Und damit die Höhe der Pyramide gleich 0. Und damit hätten wir eigentlich gar keine Pyramide dann. So, zweiter Fall für x gleich 4,24. Dabei ist ja so, wenn x gleich 4,24 ist, dass wir wieder einen Kreis um n ziehen mit Radius gleich 4,24 cm. Und dieser Kreis berührt die Strecke SF nur. Berührt, schreiben wir es gleich so. Deswegen gibt es keine zwei Schnittpunkte, sondern nur einen Berührpunkt. So, das müssen wir jetzt noch mathematisch nachweisen. Weil, wie gesagt, das kann jetzt hier nur eine Behauptung sein, in der Zeichnung nur so aussehen, als wäre es ein Berührpunkt. Könnte ja auch Zeichenungenauigkeit sein. So, wie berechnen wir jetzt die Strecke n? Nennen wir den jetzt mal P4,5. Wenn es ein Berührpunkt ist, ist ja die Strecke SF Tangente und dann hätten wir hier einen rechten Winkel drin. So, jetzt muss ich die Distanz berechnen. Ich gehe in das Dreieck NP4,5F. Mir ist ja dieser Winkel hier unten bekannt mit 57,99 Grad. Und mir ist die Strecke NF bekannt mit 5 cm. Und wir haben ein rechtwinkliges Dreieck. Also die Hypotenuse, ein Winkel und die Gegenkathete ist gesucht. Also lässt sich das wie folgt berechnen. Der Sinus von 57,99 Grad ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Also die Strecke P4,5n geteilt durch die Hypotenuse mit 5 cm.
Das wäre jetzt zum Beispiel mit Hilfe des Solvers lösbar. Über Umformung erhalten wir P4,5n ist gleich 5 cm mal Sinus von 57,99. Rechnen wir aus und siehe da, das sind die 4,24 cm. Also haben wir jetzt hier begründet die Entfernung von P4,5 nach n, also der Abstand des Punktes n von der Strecke FS sind genau die 4,24 cm und damit ist der Punkt P4,5 tatsächlich nur ein Berührpunkt.